dann verläuft. Ja, sofern alles nach Plan verläuft. Ich hoffe, dass es so ist. Ich muss nur kurz was umstellen. Sorry, das hätte ich vorher machen sollen, aber... Mann! Ist mir jetzt nicht gelungen und... gut, dann schauen wir jetzt. Na, du komm, gib mir Gas, Keule. Nur zu, stelle Jettenheim ein und dann geht's los. Vermutlich. Ja, schauen wir mal, ob das auch ist. Bannerheim? Wo ist denn der Jötunheim-Turm? Nein, nein. Ist das der? Nee, auch nicht. So, Jötunheim. Da sind wir und los geht's. Ja, mit Nilfheim, Junge, da. Der Kopf. Nimm ihn. Oh, klar. Hab ihn. Hoffentlich explodierst du nicht oder so. Oh, hatte ich nicht bedacht. Vielleicht sollten wir das besprechen. Nee, wird schon gut gehen. Bereit. Oh, das ist unangenehm. Jetzt, Junge. Wir sind fast da. Und? Worauf warten wir noch? Ist es noch weit? Wir werden sehen. Wow. Wow. Auf ein Wort, bevor wir fortfahren. Also das Letzte, was ihr beiden da oben braucht, ist ein verwesender Kopf. Ich warte besser hier. Es geht um dich und den Jungen. Stimmt. Aber wenn dich jemand... Bei Sifs verdammt prächtigen Rundungen. Ihr habt es geschafft. Tut mir leid. Das mussten wir sehen. Oh nein. Nein, 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 nein. Ach, verdammt. Na schön. Passt so lange auf den Kopf auf. Ich kann das. Nein, ich kann es nicht. Na gut. Bereit. Komm. So, ja, mit Nilfheim, da sind wir stehen geblieben. Ich muss das erst noch... Oh, ich habe einiges mit dir vor. Ich muss das erst... erst noch mal machen, damit es ein einigermaßen ansehbares, weil ich habe Nilfheim zwar angezockt, aber nie durchgezockt, so richtig mit der bis da hinten hin zur Walküre und ich werde es noch reinstellen, aber es wird ein bisschen dauern, aber ich werde es nachliefern auf jeden Fall, ja. Da macht euch keine Gedanken, so wird es passieren. Die Finger des Riesen! Vor uns ist der höchste Gipfel! Da vorne! Geschafft! Haben wir. Nö, noch nicht ganz. Was machst du? Ich will nichts mehr verbergen. Können wir jetzt gehen? Es ist so nah. Junge.
echt geil. Ja, absolut hammermäßig geil. Ich sag ja, 3 Jahre her und so hatte ich das gar nicht mehr in Erinnerung. Man Junge. Vergisst... Nichts. Dachte nur, ich müsste Stimmen hören. Man weiß zwar noch einiges, aber nicht alles mehr. Weil ich hab's wirklich damals weggelegt und das war's. Hallo, ja. Ist jemand hier? Ja, Riesen. Nehme ich mal an. Wo sind wir hier? Sie sind wohl beim Verlassen von Midgard hier durchgekommen. Der Rest von ihnen. Wozu all diese Gesichter? Und wenn das alle Riesen sind, die Midgard Leben verlassen haben? Nicht besonders viele. Odin und Thor, sie ruinieren alles für jeden. Was ist das? Der Traum von Midgard. Midgard war ein Traum von dem, was sein könnte, wenn wir gemeinsam arbeiteten. Jötnerasen, Vanen, Alben, Zwerge, Unsterbliche vor allem. Es war schön, aber nicht alle können teilen. Manche glauben, dass alle Unkontrollierte wild und bedrohlich ist. Und so wurden wir verspottet, betrogen, benutzt und schließlich abgeschlachtet. Odin und die Seinen wurden aus unserer Welt verbannt. Doch das war nicht genug. Der Zorn des Thor und sein grausamer Hammer haben uns in Midgard an den Rande des Abgrunds gebracht. Uns bleibt nur noch der Rückzug, solange noch jemand übrig ist. Odin und Thor hätten alle Riesen umgebracht, wenn sie es gekonnt hätten. Und sie sind damit davongekommen. Das ist natürlich nicht so prickelnd, ne? Nee, halt, warte mal. Wo sind sie jetzt? Die Riesen kamen in ihre Heimat zurück, um zu überleben. Aber haben sie es? Tja, wenn ich das wüsste. Bis dato. Ich müsste sie fühlen, aber ich tu's nicht. Dieser Ort ist tot. Was ist passiert? Warum hat Mutter uns hierher geschickt? Eine Frage ist beantwortet und 2 neue stellen sich. Tja, wenn ich jetzt wüsste, was hier ist. Muss ich hierher oder ich will nichts weg. Nein. Warte! Warte! Hier passiert was! Deine Axt. Und Mutter. Da. Sie streitet mit ein paar Riesen. Sie kann zerriesen? Sie ist. Das sind wir. Da trafen wir zum ersten Mal die Weltenschlange. Aber wie? Unser Kampf mit Baldur. Aber der war doch eben erst. Warte. Sie wussten alles, was geschehen würde. Der Drache im Berg. Der Steinmetz. Diese Zeichnungen. Das ist unsere Geschichte. Nein. Deine Geschichte. Aber was bedeutet das? Dass ich nicht der Einzige war, der Geheimnisse hatte. Du wusstest nicht. Sie war eine Riesin. Ich bin ein Riese. Warum das Geheimnis? Sie schickte uns her, damit wir das hier finden. Aber warum so umständlich? Deine Mutter hatte sicher Gründe. Baldur war gar nicht hinter mir her. Er ist die ganze Zeit ihr gefolgt,
ohne zu wissen, dass sie nur Asche ist. Sie hatte einen Plan für uns. Dem vertraue ich. Egal, was es ist. Außerdem lag sie noch nicht falsch. Na komm, wir sind dem Ende schon so nah. Ja. Ja, sind wir. Wow, also das ist ja mal wieder der Hammer. Asche zwischen... Ja, Moment. Da ist noch was. Aber was ist da? Wer ist der Wächter? Keine Ahnung. Ah, gucken wir mal. Die Rückkehr der Wächterin. Wir sehen Midgards Schicksal voraus. Überrannt, ein zweites Hehl. Weder Odin noch seinen Toten dürfen Jötunheim erreichen. Die Wege müssen versperrt werden. Schlange und Wächter sind geblieben. Aber ihnen allein liegt unsere Hoffnung. Auf ihnen allein. Erst wenn das Verderben das Unzerstörbare befällt, wird der Wächter zurückkehren. Bis dahin warten wir auf eine bessere Welt ohne Angst, ohne Gier, ohne Krieg. Wir warten auf Erlösung und Gerechtigkeit. Wir warten auf einen Helden. Wir warten auf Nachricht, dass sich die Götter zum Guten gewandt haben. Hoffe, diese Welt kommt bald. Was haben wir denn da noch? Ach so, das ist alles Chlor. Gut. Rennen kann ich nicht. Nee, ich kann keinen Speed geben. So, war das jetzt alles oder haben wir hier irgendwo noch irgendeine Markierung, die ich vergessen habe oder so? Nee. Aber da lag jemand auf dem... Moment, kann ich das runterziehen? Nee, kann ich nicht. Na gut, dann werden wir jetzt hier durchgehen. Jawohl. Huch. Sieh nur, es ist Mutters. Sie war hier. Sie hat unsere Schritte vorausgesehen. Ja, komm. Als wäre sie dabei gewesen. Das sie hat uns Treppen. Geschützt und heimgeführt. Treppen der Riesen. Beenden wir es. Ja, machen wir es. Absolut. Baldur kann uns nicht mehr stören, aber die Hexe könnte uns doch noch stören. Aha. Hey. Ja, auf jeden Fall. Na, ob das das Ende ist? Das bezweifle ich mal ganz stark. Was ist denn da hinten? Sieht aus wie eine Hand. Ach du Scheiße. Grab der Riesen? Nein. Wir tun es gemeinsam. So.
wohl, Faye. Ich hab dich lieb, Mutter. Die Riesen sind wirklich alle weg. Hier gibt's nichts für uns. Komm. Du lebst noch. Also, Mutter war eine Riesin. Dann bin ich teils Riese, teils Gott. Und teils sterblich. Stimmt. Aber eine Sache verstehe ich nicht ganz. Mein Name an der Wand. Die Riesen nannten mich Loki. Loki. Den Namen wählte deine Mutter bei deiner Geburt. So musste ich ihr Volk genannt haben. Warum? Das klären wir ein andermal. Lass uns heimkehren. Abschlacke dafür. Geil! Oh. Wow. Zu Tyrs Tempel zurückkehren. Na gut. Warte mal, ich will... Halt. Vielleicht liegt da hier irgendeine Kleinigkeit noch rum. Jetzt ergibt wohl alles einen Sinn. Wieso wir sie herbringen sollten, zu ihrem Volk. Aber wusste sie, dass es hier so aussieht? Wollte sie, dass wir das hier sehen? Wollte sie, dass wir das weitererzählen? Oder geheim halten? Ich weiß es nicht. Was sollen wir tun? Ich überlasse dir, das zu entscheiden. Oh. Wieso habt ihr mich Atreus genannt? Ganz sicher nicht nach einem Gott. Nein. Er war ein Soldat. Ein Spartaner. Ein großer Krieger? Alle Spartaner sind große Krieger. Wir trainieren von Geburt an. Unser Leben bestand aus Disziplin, Pflicht, Kampf und Tod. Das Leben war hart und wir ertrugen es stoisch. Doch Atreus von Sparta war anders als der Rest von uns. Selbst in den dunkelsten Zeiten lächelte er. Er war glücklich. Er gab uns die Hoffnung, dass in uns, obwohl wir Kriegsmaschinen waren, auch Menschlichkeit steckte. Güte. Als der Tag kam, an dem er sein Leben in der Schlacht verlor, rettete sein Opfer zahllose andere und wendete die Schlacht zu unseren Gunsten. Ich trug ihn auf seinem Schild nach Hause und begrub ihn, wie in Sparta üblich, mit allen Ehren. Sein Andenken war ein Trost in dunklen Stunden. Wow, du hast eine tolle Geschichte erzählt. Ymir hat's verpasst. So, mein Fehler. Ja, ich dachte jetzt, ich müsste da rein. Ja. Aber nee. Oh. Irgendwas stimmt hier nicht. Nee. Ich verstehe, wenn du nach Hause willst. Aber ich wette, da draußen sind noch ein paar Valkyrien, die wir befreien können. Mhm. Oder jemand anders, der Hilfe braucht. Ja. Vielleicht hat uns Mutter auch hierher geschickt, um anderen zu helfen. Ich meine, was würde Atreus von Sparta tun? Und was würde Loki tun? Komischer Name. Gut, dass wir deinen genommen haben. Ja, Loki, wissen wir ja, wer das ist. Ja. Jungs, bin ich vielleicht vor? Ich habe die Nase voll vom Liebreiz der Zwerge. Was war denn, Mimir? Sie haben unangenehm ausgiebig Maß genommen und sich anschließend über das Wetter gezankt.
Wohin sollen wir dich bringen? Wie wäre es denn vielleicht mit irgendwo anders hin? Na super. Super, noch Maskabschlacke. Ja gut, ich bin nochmal 16.000. Und nu? Was denn nu? Muss ich irgendwas machen? Nochmal? Ziel? Türs Kammer zurückkehren? Heimreise? Der Hohe Rat? Die übrigen Valkyrie? Ja, und die drei sind noch offen. Aber jetzt gehen wir erstmal zurück. Ja, ich würde sagen, lass uns mal nach Midgard zurückgehen. Ja, vielleicht ist da was. Bevor wir nach Midgard reisen, muss ich euch warnen. Es ist mehr Zeit vergangen, als es da ist. Und der Schneefall, der begann, als du Baldur getötet hast, hat zugenommen. Es ist ein Omen. Omen für den bevorstehenden Winter. Nicht irgendein Winter, sondern ein so harter, dass er drei Sommer lang dauert. Und wenn er ist, beginnt Ragnarök. Ragnarök. Schnee. Ja, Schnee. Noch mehr Schnee. Und dann das Ende der verdammten Welt. Ungefähr in der Reihenfolge. Noch eine Prophezeiung. Nein, Bruder. Laut Prophezeiung sollte das frühestens in ein paar hundert Wintern passieren. Ihr habt etwas verändert. Ihr wart nicht eingeplant. Ah. Okay, was? Ich sag dir, das ist Fimbulwinter. Ich spür's in meinem Schritt. Das ist der Groß. Oh. Hör auf, das zu sagen. Du machst mich ganz nervös. Ressourcen. Oder später muss es verschneien. Chaos, das ist nicht nur Schnee, und das weißt du. Das ist die Endzeit. Und wage es nicht, mich zur Stimme der Vernunft zu machen. Wir reden nur über das Wetter. Über diesen kleinen Fenster. Damit will er sagen, dass Fimbulwinter bevorsteht, Jungs. Der Winter, der alle Winter beendet. Ich spür's in meinem Schritt. Ja, haben wir gehört. Wenn ihr auf dem Heimweg seid, bleibt in Bewegung und versucht, Phasen nicht sind ferne zu von Muspelheim. Wenn ihr nicht auf dem Heimweg seid. Gut. Muss ich dann nach Muspelheim wieder? Ja, so kalt sieht das aber jetzt gar nicht aus. Nö. Eigentlich nicht. Ich habe jetzt eher erwartet, hier alles voll Schnee und hast du nicht gesehen. Ja. Rasende Chaosflamme von Muspelheim. Keine Ahnung. Jetzt. Ja, ich würde sagen, that's it. Also, das war jetzt mal eine ganz kurze Session hier. Hätte ich nicht mitgerechnet. Nee. Ich muss zwar noch die anderen Valkyren und... Weißt du was? Genau, das machen wir jetzt mal. Chaosflamme von Muspelheim. Wie kriege ich die denn? Oder, Ziel? Verborgene Kammern? Ja, ja, klar. Da haben wir noch einen Weltenriss. Ja, einen Weltenriss haben wir noch. Ich das jetzt wüsste. Klingengetränk mit dem Flande und ein Überbleibsel. Ich weiß jetzt wirklich nicht, was ich jetzt noch tun soll und ich lasse das jetzt mal so stehen und dann sehen wir uns später wieder. Oh, jetzt hat sich gerade was ergeben. Ja, hier. Wie war eure Reise nach Jötunheim? Lässt du sie vielleicht mal in Ruhe? Der Kleine hat erfahren, dass er ein Riese ist. Da will er sicher nicht ausgefragt werden. Rock, du wusstest? Oh, wir wussten, dass Faye die letzte Hüterin der Jötnar in Midgard war. Darum machten wir ihr die Axt, um die Machtverhältnisse auszugleichen. Nachdem Thor mit unserem Hammer herumgewütet hatte. Am Ende wählte sie offenbar einen anderen Weg. Sie wählte, naja, dich. Euch beide. Sie hat sich wohl gedacht, dass das die beste Überlebenschance für die Riesen sei. Und jetzt, schätze ich, hängt alles von dir ab. Na sowas! Ein junger Jötun mitten unter uns? Und der Sohn von Laufey, der Gerechten? Wieso habe ich das nicht erkannt?
Tja. Ne? Nix? Lass uns anfangen. Nein. Ich will nur mal eben was gucken. Die Ressourcen. Da. Rasendes Inferno von Muspelheim. Dann wohl ja, gut. Nächstes Mal. Genau, aber so weit von. So, jetzt mache ich aber meinen Cut hier. So, jetzt haben wir auch den letzten von Odins Augen. Jawohl. Wir hatten zwar vorher, aber jetzt steht's da, Odins Raben erledigt, 43 von 43. Ich hatte es zwar vorher auch schon, aber 51, ja. Aber, wie gesagt, das ist das, was ich noch nicht hier oben entdeckt habe. Deswegen bin ich hier wieder unterwegs. Am Berg. Ja, da wo... Da seht ihr es. Gehen wir mal kurz, damit ich euch das kurz zeigen kann. So, hier gehen wir da raus und dann sind wir hier beim Fahrstuhl. So, seht ihr es. Unverkennlich, da drüben ist die verborgene Kammer. Und hier kommt man hin und da muss man runter. Na gut.